Krieg, Inflation und jetzt auch noch ein Bankenbeben. Die Lage an den Kapitalmärkten ist und bleibt komplex. Ganz klar, dass da individuelle Lösungen für die Geldanlage her müssen. Und diese werden hier auf dem Fondskongress Mannheim geboten, natürlich auch am Stand der DZ Privatbankgruppe. Und da ist jetzt Dr. Georg von Wallwitz, er ist Gründer und Portfoliomanager von und bei Alp und Wallwitz. Schön, dass Sie da sind. Gucken wir doch mal auf die aktuelle Marktlage und mit den Zinsen, die zurückgekommen sind. Da sind ja gewissermaßen normalere Zeiten angebrochen, wie man das so schön formuliert. Und es kommt doch wieder stärker dran auf die Bewertung, auf die Gewinnorientierung der Unternehmen. Was heißt das jetzt für die Asset Allocation eines Mischfondsportfolios? Also die große Änderung, die wir durch diese Entwicklung haben, ist natürlich, dass Anleihen wieder eine größere Rolle spielen. Man bekommt wieder Zinsen. Die Verzinsung heute ist wieder real positiv. Also auch nach Inflation bekommt man einen ganz ordentlichen Deal. Und das ist natürlich etwas ganz anderes als vor zwei Jahren, als man ungefähr null Zinsen bekommen hat, aber eine Inflationsrate von 2% hatte, also wo man tatsächlich real verloren hat mit Anleihen. Anleihen haben wieder ihren Platz in einem gemischten Portfolio. Und das ist doch etwas, wo viele werden umdenken müssen. Ich habe genau in Ihren Fonds reingeschaut. Der da heißt Phaidros Funds Balance. Da sind Sie auch verantwortlich für. Die Frage ist natürlich, welche Branchen und Investments, egal ob jetzt von der Aktien- oder Anleihenseite, derzeit attraktive Renditen versprechen. Da wollen natürlich viele auch mal genauer raufschauen, welche Renditen möglich sind. Können Sie uns ein, zwei Ideen präsentieren? Also auf der Anleihenseite haben wir etwa gekauft 7-jährige US-Staatsanleihen. Ja? Also etwas Sichereres gibt es nicht, bringt 4%. Klingt jetzt nicht aufregend, aber tut so ein Portfolio enorm gut. Und am anderen Ende des Spektrums haben wir zum Beispiel gekauft eine 30-jährige Anleihe von Dell. Dell, Computer, braucht man immer quasi. Ist Investment Grade gerated und bringt auf 30 Jahre bringt das 6,5%. Und wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass über 30 Jahre die Inflation bei 6, 7, 8% bleibt, ist auch das einfach eine wunderbare Rendite. Also von daher findet man da jetzt auskömmliche Investments sowohl bei den Staatsanleihen als auch bei den Unternehmensanleihen bei einer längeren Duration. Und auf der Aktienseite kommen wir natürlich in konjunkturell schwieriges Fahrwasser. Und das heißt, dass man da eher die Zykliker meidet und eher stabilere Modelle, weniger konjunktursensitive Geschäftsmodelle wählt, die aber eine niedrige Bewertung derzeit haben. Das findet man zum Beispiel im Pharmabereich, in der Medizintechnik. Da gibt es einiges. Und auch in der im letzten Jahr eben sehr unter die Räder gekommenen Technologie. Da findet man günstig bewertete Unternehmen mit sehr stabilen Cashflows und die werden es in dem Jahr bringen. Das Jahr 2023, das Börsenjahr, ist recht gut gestartet und trotz der Turbulenzen mitten des Bankenbebens, natürlich gab es da Tage, wo man schon mal gedacht hat, hups, jetzt geht es aber doch deutlich mit 300, 400, 500 DAX-Punkten nach unten, muss man schon sagen, die Märkte zeigen relative Stärke. Wie haben sich Ihre Fonds in diesem Umfeld geschlagen? Also der von Ihnen angesprochene Balance-Fonds hat jetzt im ersten Quartal 5% zugelegt und auf der Aktienseite ist der Phaidros Schumpeter Fonds, der hat 8 oder 9% zugelegt. Also das kann sich durchaus blicken lassen. Wir hatten einen sehr guten Jahresstart. In diesen Turbulenzen, nicht nur im ersten Quartal des Jahres 2023, sondern insgesamt auch die Turbulenzen der vergangenen Jahre, da braucht es starke Partner. Wir sind am Stand der DZ Privatbankgruppe beim Asset Servicing. Was macht diese Zusammenarbeit für Ihr Haus so wertvoll? Es ist einfach ein sehr zuverlässiger Partner und was wir brauchen, bekommen wir hier einfach in einer konstant hohen Qualität. Und vielleicht sollte man herausheben, dass einfach die Mitarbeiter irrsinnig engagiert sind. Und so ein Unternehmen lebt natürlich immer von den Mitarbeitern, ist ein alter abgedroschener Spruch, aber er ist trotzdem richtig und für die IPA Concept, die DZ Privatbank, gilt das allemal.
Herr von Wawitz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für die Einblicke in Ihre Arbeit. Hier noch ganz erfolgreiche Gespräche auf dem Fondskongress in Mannheim. Danke Ihnen.